Wenn eine Leiche zerstückelt ist und man will sie waschen, wie macht man das? In der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, als ein Kampf stattgefunden hat zwischen den Sahaba radiallahu anhum und den Mushrikun und den Götzendienern, wurde einer von den Sahabern, sein Name war Abdullah, die Überlieferung ist bei Imam Muslim, wurde er im Krieg so art zerstückelt. Das heißt, es wurde ihm die Nase abgeschlagen. Zum Schluss hat man diese Dinge aneinander gebunden, so dass sie zusammen waren. Wallahu ta'ala ala. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا.